Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir sammeln gerade einmal noch Gras ein. Sind gerade bei und machen Kontrolle. Funktioniert. Das funktioniert zurzeit. Einer fährt voraus und ist hinterher. Und scheint da eine Bahn erschwommen zu haben oder fertig zu sein. Oder geht zur nächsten Bahn. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls klappt einigermaßen. Ne? So, ja, geht zur nächsten Bahn. Das passt. Das ist schön, dass man klappt. Hat ja anfangs Startschwierigkeiten gehabt. Jetzt läuft er. Da ja beide Produktionen, dass sie jetzt beide zu extra Produktionen fahren, ne? Dadurch werden die Außenplanen nicht voll. Also extra gut, hier ist noch Platz, sind über drei. Und hier ist, wie gesagt, schlecht, voll. Das heißt, hier müssen wir mal kurz die Geschwindigkeit hochschrauben. Dass er ein bisschen was hier produziert, ne? Da geht auch was rein. Also ein Hänger wird noch gerade so reingehen, aber den zweiten wird schon eng. So, der Raps ist der Mais auch nicht reif. Immer überlegen, ganz kurz. Ich wollte jetzt noch die Tiere versorgen. Wir düngen ja noch nebenbei unsere Felder. Das heißt, der ist fast fertig. Und der muss nochmal auf die 41 rauf düngen. Und dann natürlich. Noch die Wiese düngen, ne? Wir müssen ein bisschen schneller fahren, sonst ist die Heuproduktion bald wieder kein Platz für Gras. Und das ist dann schlecht. Ich will, dass die Dabbock jetzt einigermaßen gut läuft, ne? Nicht unterbrechen, ne? Denn es ist zwar. Ein paar Bahnen haben die noch. Also. Wir fahren mal das Gerät zum Hof. Ich habe doch entschieden, mach doch keine Ballen. Und wenn ich Ballen mache, dann mache ich nur Ballen. Ne? Also komplett. Es kann sein, das nächste Mal, dass ich dann Ballen mache. Ne? Also ist möglich. Upp. Keine Bergziege. Ja, wir fahren erstmal zum Hof und dann in den diesen Traktor immer unsere Tiere versorgen. Das heißt, Futter. Eine Höhe voll. Deswegen habe ich ja auch schneller gemacht. Ne? Deswegen arbeiten die ja nicht schneller. Deswegen nur die Produktion arbeitet schneller. Ne? Ist ein bisschen irreführend. Ne? Also weil heute ist ja nicht das Problem, dass wir das nicht gedüngt kriegen. Auch in der Erde nicht. Also ich würde noch ganz gerne die Wiese noch düngen, ne? Bevor das morgen wieder wegwachsen könnte. Ne? Also den stellen wir in eine Halle rein. Wir haben ja hier noch paar Eckchen Platz hier. Ne? Also hier passt ja noch locker einen rein. Also wir könnten noch mal rein theoretisch zweiten Düngersteuer fertig machen, zumindest für die Wiese. Aber mein Problem dabei ist, dass die sich dann so sehr begrüßen. Ne? Also die tun sich dann garantiert nichts Gutes dabei, wenn die auf der Wiese treffen. Wäre das besser, wenn Gras erst fertig ist und dann hat er nicht ganz leer gekriegt. Eine kippt aus, der andere ist noch ein bisschen wetten irgendwie. Oder er muss warten, weil der andere nicht da ist. Das kann sein. Hauptsache, der fährt auch richtig ab. Ne, der ist da. So, dann fährt er halb voll. Das ist garantiert nicht leer gekriegt. Ja gut. Wenn ich jetzt eingreife, das ist auch schlecht, weil dann weiß er nicht mehr, wo er war.
kannst du diesen Lauch noch mit reinsehen. So. Jetzt holen wir uns den großen Anhänger für Futter und dann Futter mit den Tiere. Gras ist alle geworden, also von daher ist es ganz gut. Und der andere ist fertig. Unser Düngerfutzi ist fertig. Der Größe 41. Kann nicht zurücksetzen. Das ist eine Katastrophe. Den muss ich zum Händler fahren. Das ja. So. Hier vorne ist Soja, glaube ich. Oder eine andere Frucht. Das gehört mir aber nicht, ne? Ich glaube Hafer. Aus wie Hafer. 10.000 wird noch reichen für unser Weizen, für unser Sojafeld. Das Raps. Das gehört mir schon. Die Soja ist da oben. Ja, wir fahren jetzt mal Richtung vom Sojafeld. Ne? Und auch noch düngen. Ja, naja, da hätten wir auch noch 8.000 angekriegt, ne? In unserer Lage. Ne? Also das ist schon gewaltig, was wir an Heu kriegen. Ne? Also, wir haben jetzt schon ein bisschen was verbraucht, also Rinderschieben in der Produktion. 2-3 Ladungen, glaube ich. Und das Lager ist mit Gras voll und das hat schon ein bisschen was produziert. Ne? Also das ist schon was zusammengekommen. Ne? Ja, wo das grüne Feld ist, da müssen wir hin. So, da sind wir. So. Einmal kurz löschen, dann wir kopieren nicht. 41, zwei Vorgewände, bleibt so dabei und dann kurz mal gerne rechnen lassen. Wenn man so sieht, ist alles gut. Man muss immer aufpassen, wenn hier so ein großes Schräg ist und man macht kein Vorgewände, dann wird er durch den Wald gehen, das wäre garantiert schlecht. Dann werden wir leicht einstellen. Dann können wir hier arbeiten lassen, ne? Mal sehen, gehen wir gleich rein Richtung Produktion, die wir normal laufen lassen können. Ne? Ja, können wir. Jetzt haben wir wieder fast 10.000, 100.000 Platz. Ja, also können wir im Prinzip wieder ein bisschen normal laufen lassen mit Geschwindigkeit. Bei 5 halt. Ne? Bei Silage ist das Problem weniger groß, da haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Mal sehen, ja, wie wir in Zukunft machen. Ne? Ja, hat er gleich wieder Scheiße produziert. Ne? Ja, Kühe, die Kettelrad her ist zurecht. Ne? Das müssen wir halt Futter besorgen. Ne? Als erstmal Anhänger, ne? Holen. Dann kriegen sie ihr Mischfutter. Mindestens 2 Ladungen und einmal Stroh. Und dann sehen wir weiter. Und der ist voll. Ah, das passt schon so. Das ist schon okay. Können wir alles mit so ein bisschen nebenbei machen, ne? Ja, dann kommt bald die Ernte, ne? Also Raps ist ja, glaube ich, morgen. Könnte reif sein, ne? Könnte. Ist aber nicht garantiert. Also heute ist es jetzt noch grün. Ja, das ist oder ist schon reif. Kann auch sein, ne? Also da sehen wir es nicht. So, Unkraut, gedüngt, ja. Und dann haben wir es auch erledigt. Ein Wachstum. Ja, ein Wachstum ist es noch. Also es wird morgen kommen, ne? Raps, Weizen, glaube ich.
Dann nehmen wir einen Überladewagen. Haben wir noch einen? Wenn wir keinen haben, dann haben wir einen. Ich sehe so keinen. Gut, das wäre nicht das Problem. Das können wir noch lösen. Wir können auch den Hänger nehmen zum Abfahren, ne? Also so schlimm ist das nicht. Aber das ist schon eine Erleichterung, wenn man nicht selber mischen muss, ne? Dann fährst du zum Stroh, dann musst du aufpassen, dass du nicht so viel draufbringst, dann fährst du zu Heu. Ja, da musst du auch aufpassen, zum Rest Stroh. Und wenn das Feld nicht stimmt, dann hast du kein Mischfutter, sondern nur Futter. Und das wäre dann schlecht. Dann kriegen die am Ende die Kühe nur Heu und Silage. Und dann ist die Produktion nicht so effizient, ne? Also da hast du nur einen Bruchteil der Leistung, die du haben könntest. Ne? Das wäre, wie gesagt, ungünstig. So. Also wir hatten lange keine mehr gehabt, ne? So, kriegen sie mal ihr Futterchen, ne? So. Ja, Mittwoch, ne? Oder? Wie Dienstag? Sonntag, Montag, Dienstag, letzte Folge Dienstag. Wahnsinn, wie Zeit vergeht. Ich möchte mal allen danken fürs Reinschauen, liken, abonnieren, ne? Habt ihr Tipps, habt ihr Ratschläge, immer rein damit in die Kommentare. Der hat sich festgefahren, der Bursche. Mein Lenker, dass die Achsen sich mitdrehen, ist ja gut, ne? Aber ist in dem Falle negativ, ne? Mal gucken. Gibt's doch gar nicht. So, sehe ich was? Nö. Ich sehe ein bisschen Rauch. Einmal noch. Dann nehmen wir eine Heu. Dann will ich hier wieder reinfahren und dann auch gleich mal Silage. Dann können wir gucken. Heu kann aber rein. Silage und Stroh. Kann auch was rein, ne? Ich war eher der Meinung, dass wir nachher später das Stroh gleich hier reinfahren. Dann ist es gleich weg, ne? Oder fahren wir uns ins Lager rein. Über Strom muss ich wirklich mal ein Feld schaffen, ne? Dass da kein Regen kommt, ne? Oder auch nur die Hälfte ernten zur Not. Weil wir haben aktuell keinen. Das ist ja mit Silage, ne? Ja, ja. Das läuft. So, Futter hier gibt's hier. Ja, nicht so wie beim anderen Stall, wenn man gucken muss. Oh, wo ist jetzt der Trigger? Geht nicht. Was zieht meine Augen? Regen. Habe ich gerade gesprochen, so trocken, ne? Naja gut, macht ja nichts. Im Gras macht halt nichts. Aber ich sitze rein, wenn es regnet, ne? Endlich mal wieder Regen. LKW gestoßen. Total leer.
gesunden Appetit haben die Kühe. Wahnsinn, was da so reingeht. Naja, schneller fahren produziert schneller, ne? Aber blöder ist natürlich, ich möchte die Wiesen auch düngen, ne? Also das ist ja das nächste, was ich machen möchte. Und wenn ich schnell fahre, dann kommt Wachstum und dann ist es nicht mehr möglich. Wenn es der reif ist, ist es nicht möglich. Und sobald das Geld ist, vorbei. Gut, denken wir zwei Ladungen Heu. Kriegen wir noch rein. Und dann ist auch die Wiese. Naja, ist noch zu da, ne? Also. Hat immer Gras nicht an, muss man dazu sagen. So. Zellgrün, ne? Also. Kann man jetzt nicht erkennen, wo es. Der ist hier gerade bei. Dann wird der auch da in der Nähe sein. Dann wird es da weniger. Wo geht er noch rein? Ich dachte, ich kriege jetzt keinen mehr rein. Oh gut, das ist voll. Das ist voll. Gib mir gleich Wasser. Dann werden wir gleich mal sehen, dass wir vorbringen, ne? Und wir schön veredeln könnten den Stroh. So, Stroh und dann sind wir weiter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, liebe Schauer, das war's für heute gewesen. Ich sag mal tschüss auf den Winkel. Ciao, ciao. Ja, das geht dann ja, morgen weiter, denke ich mal. Wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, ihr seid willkommen. Ich bin da. Dann nochmal tschüss, bis dann und ciao. Tschüss.